Mal gucken. Motoren sind ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört mich halbwegs. Ich will jetzt am Sound nichts verändern. Das verändert immer das Feeling, ne? Was ist jetzt los? Hier wird mal grün. Oh, jetzt passiert was. Wie einhängen. Habe ich mich eingehangen? Ja. Oh, fuck. Geronimo! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann ich mich umgucken? Wo lande ich denn? Okay. Da ist der Feind irgendwo. Okay, wir landen jetzt hier. Ich sehe gar nichts. Ich sehe null. Oh, ich bin gelandet. Oh, ist das. Das ist dunkel wie im Bärenarsch hier. Das ist dunkler wie im Bärenarsch hier. Okay, hier ist eine Straße. Okay, die Flakgeschütze haben aufgehört zu schießen. Wir sind anscheinend in der richtigen Richtung. Aber man sieht nicht viel. Ne? Ich will mal gucken. Warte mal, ich guck mal kurz für euch. Wegen dem Gamma-Wert. Ob ich das irgendwo einstellen kann. Gamma da. Wir machen die ganze Geschichte mal ein bisschen heller. Geht nicht? Okay, ich kann den Gamma-Wert in einem Multiplayer-Match nicht verändern. Jetzt bin ich hier, es ist arschdunkel. Wo ist da? Oh, ich muss in die Richtung. Okay, dann laufen wir mal eine Runde. Durch die Nacht. Dunkel wie ein Bärenarsch hier. Man sieht gar nichts. Und ist was? War doch gerade was, oder? Da vorne sind welche von meinen Leuten. Ist hier fast in der Stadt drin, ne? Vorne laufen welche von meinen Leuten. Oh, da wird auch geschossen. Ich sehe bloß so viel, das ist das Problem. Oh mein Gott, das ist ein Spiel für Otto hier. Ohne Scheiß, Leute. Okay, ich habe ein paar von meinen Leuten gefunden. Den werde ich jetzt mal folgen. Spread out a little bit, please. We're gonna want to die to one grenade.
vorwärts, vorwärts, vorwärts. Oh, fuck. Ich sehe gar nichts. Worauf schießt der denn verflucht? Da sind sie. Was ist das denn? Geht schon in der Hocke. Wie kann man sich hinlegen, Kollege? Oh Mann, 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 oh Mann. Hier ist irgendwas explodiert und ich bin reingelaufen. Okay. Enter. Leute, ich bin verletzt. Kann mir mal einer helfen? Oder muss ich jetzt ein neues spawnen? Oh mein Gott. Okay, dann muss ich jetzt wieder neu reinspringen, da. Wenn das bloß nicht so dunkel wäre, ey. Meine Güte. Okay, ich bin kampfbereit. Und rein. Space Jump. Wuhu. Müssen wir in die Richtung. In die Richtung müssen wir. Da geht's hin. Noch nicht, in zwei Steine. Ähnlichkeit war verblüfft. Es ist aber auch duster hier. Denn jetzt hier?
Panzer. Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Okay. Es ist ziemlich dunkel alles hier in dem Spiel, ihr merkt das schon. Ich bin gestorben. Naja. Ich denke mal, ein Server, wo es heller ist, wäre vielleicht ein bisschen cooler. Wie verlasse ich denn die Schlacht? Schauen wir mal. Kann ich die Schlacht so gar nicht verlassen? Oder? Weg. Nee, ich muss tatsächlich drinnen bleiben, bis die Schlacht zu Ende ist. Verlassen? Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen Schluss an der Stelle. Das ist Postscriptum. Mal gucken, wie es euch gefallen hat. Das ist schade, dass ich jetzt leider nur so eine dunkle Map erwischt habe. Ich hätte euch gerne viel mehr gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo. Würde mich sehr gefreuen. Ich denke mal, wir werden das demnächst spielen. Ich und Otto auf jeden Fall. Das ist sowas an unserem Geschmack. Ich sag Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. Ten westen van Arnhem heeft de vijand een bruggenhoofd over de Nederrijn veroverd. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin der Mitte von Jackie Muggies und wir zocken heute Postscriptum Day of Days. Das gab es am Wochenende zum Testen bei Steam gratis. Quasi, was heißt gratis? Gratis zum Testen, ihr wisst, was ich meine. Das Spiel kostet normalerweise 21 Euro und ich dachte mir, warum nicht? Ich gucke mir das mal an. Zweite Weltkriegs-Shooter sind meistens immer geil. Das wäre bestimmt auch was für unseren kleinen Otto Hinkelstein gewesen, den kleinen Soldaten. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange drum rum. Ich sag euch noch, der Entwickler ist Space Corp Games und der Publisher Offworld Industries. Und wie gesagt, das ganze Spiel ist am 9. August 2018 erschienen und kostet eigentlich 21 Euro bei Steam. Ist aber dieses Wochenende jetzt gratis gewesen zum Testen. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Training, oh ne, Tutorial Dates, ach ne, ich muss noch fahren, einfach online. Gucken wir mal, was ist denn hier so los? So, 78 plus 3 Spieler, wir nehmen einfach mal... Okay, jetzt wollen wir schauen. Was ist denn das? Only Friends am Rhein. Utah Beach. Das hört sich doch mal geil an. Okay. Utah Beach Invasion. Okay, ich habe da Position, wo ich warten muss anscheinend. Die Server sind anscheinend recht voll.
Schauen wir mal. Empty Servers, Refresh. Okay, und nochmal. Es sind anscheinend immer ziemlich volle Server hier. Hier ist Platz. Was haben wir hier? Ein Japsen-Server. Na toll. Wir müssen jetzt mal gucken, wo Platz ist, weil dieses 78 plus 13 heißt, denke ich mal, dass 13 Leute warten, dass sie da einsteigen können. Was haben wir denn hier? Auch wieder so eine Brücke. Utah Beach Invasion hatten wir gerade schon, ist voll. Hier sind fast alle voll, die Server. Was ist denn hier los? Wie kriegt denn hier leere Server? Hallo? Okay. Der ist auch voll. Hier, Utah Beach. Da ist Platz. Anscheinend. Und jetzt joinen wir auch schon. Utah Beach, okay. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ja, es hat mehr Glas. Okay, vielleicht habt ihr gerade einen Map-Wechsel. Kann ja sein, ist halt so, ne? Aber da wollen wir uns ja nicht von stören lassen. Da steht auch ein bisschen was zu der Story. 82. Infanteriedivision, St. Mary Glass, okay. Ich kann jetzt hier gerade nichts machen, ich vermute mal, er lädt. Ja, da oben steht es für ganz Blinde wie für mich. Loading. Bin ja mal gespannt, wie es ist. Ich freue mich schon ein bisschen so. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Okay, ich höre was. Jetzt geht das los. Wie, das ist dunkel? Press Enter to select the spawn. Okay. Wir spielen einfach mal als Airborne. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Kann ich nicht spawnen? Wo kriege ich denn einen Spawnpunkt raus, Freunde? Hallo? Ja, ich wieder ganz alleine hier, weißt du, ohne Otto. Wir müssen doch hier irgendwo spawnen können. Ach, gucke mal da. Ich spawne mit den Flugzeugen. Springe ich da jetzt raus? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. So. Ach, guck mal, jetzt habe ich den Absprung verpasst. Jetzt müssen wir auf neue Flugzeuge fahren. Boah. Tja, wie Sie sehen, warten wir immer noch auf Flugzeuge. Wann die kommen, weiß keiner. Da kommen wieder welche. Okay, wir nehmen gleich den hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ich muss anscheinend auf das grüne Licht warten, damit ich da gleich rausspringen kann. Oh mein Gott. Hopp, Lautstärke hier. Mal gucken. Die Motoren sind ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört mich halbwegs. Ich will jetzt am Sound nichts verändern. Das verändert aber das Feeling, ne? Was ist jetzt los? Hier wird mal grün. Oh, jetzt passiert was. Wie einhängen. Habe ich mich eingehangen? Ja. Oh fuck. Tyrannimo! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann ich mich umgucken? Wo
lande ich denn? Okay. Da ist der Feind. Okay, wir landen jetzt hier. Ich sehe gar nichts. Ich sehe null. Boah, ich bin gelandet. Boah, ist das. Das ist dunkel wie im Bärenarsch hier. Das ist dunkler wie im Bärenarsch hier. Okay, hier ist eine Straße. Okay, die Flakgeschütze haben aufgehört zu schießen. Wir sind anscheinend in der richtigen Richtung. Aber man sieht nicht viel. Ne? Ich will mal gucken. Warte mal. Ich guck mal kurz für euch. Wegen dem Gamma-Wert. Ob ich das irgendwo einstellen kann. Gamma da. Wir machen die ganze Geschichte mal ein bisschen heller. Geht nicht? Okay, ich kann den Gamma-Wert in einem Multiplayer-Match nicht verändern. Jetzt bin ich hier. Es ist arschdunkel. Wo ist das? Oh, ich muss in die Richtung. Okay, dann laufen wir mal eine Runde. Durch die Nacht. Dunkel wie ein Bärenarsch hier. Man sieht gar nichts. Und ist was? War doch gerade was, oder? Ist gut. Da vorne sind welche für meinen Leuten. Ist hier fast in der Stadt drin, ne? Ich sehe bloß so viel, das ist das Problem. Oh mein Gott, das ist ein Spiel für Otto hier. Ohne Scheiß, Leute. Okay, ich habe ein paar von meinen Leuten gefunden. Den werde ich jetzt mal folgen. Spread out a little bit, please. We're gonna want to die to one grenade. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Ich sehe gar nichts. Worauf schießt ihr denn verflucht? Da sind sie. Ich hoffe, dass ich das war.
ist das denn? Schöne Hocke, wie kann man sich hinlegen, Kollege? Oh Mann. Hier ist irgendwas explodiert und ich bin reingelaufen. Okay. Enter. Leute, ich bin verletzt. Kann mir mal einer helfen? Oder muss ich jetzt ein neues bohren? Oh mein Gott. Okay, dann muss ich jetzt wieder neu reinspringen da. Wenn das bloß nicht so dunkel wäre, ey. Meine Güte. Okay, ich bin kampfbereit. Und rein. Space Jump. Uhu. Müssen in die Richtung. In die Richtung müssen wir. Da geht's hin. Noch nicht, nur zwei Steine. Ähnlichkeit war verblüffend. Es ist aber auch duster hier. Denn jetzt hier? Panzer. Oh mein Gott, er hat mich nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Oh mein Gott.
Okay. Es ist ziemlich dunkel alles hier in dem Spiel, ihr merkt das schon. Ich bin gestorben. Naja. Ich denke mal, ein Server, wo es heller ist, wäre vielleicht ein bisschen cooler. Wie verlasse ich denn die Schlacht? Schauen wir mal. Kann ich die Schlacht so gar nicht verlassen? Oder? Weg. Nee, ich muss tatsächlich drinnen bleiben, bis die Schlacht zu Ende ist. Verlassen? Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen Schluss an der Stelle. Das ist Postscriptum. Mal gucken, wie es euch gefallen hat. Das ist schade, dass ich jetzt leider nur so eine dunkle Map erwischt habe. Ich hätte euch gerne viel mehr gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo. Würde mich sehr gefreuen. Ich denke mal, wir werden das demnächst spielen. Ich und Otto auf jeden Fall. Das ist sowas nach unserem Geschmack. Ich sag tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.